Und es geht weiter mit Genji Days of the Blade. Ja, wir spielen den neuen Dicken. Ein neuer Zugang. Der ist auch ein bisschen langsamer als unser Yoshitsune. Oh, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Man kann hier Power-Ups, also die Attacken aufladen, indem man die Taste gedrückt hält. Geht das auch mit Dreieck? Das geht auch mit Dreieck. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, ob es jetzt nur bei ihm so ist. Oh, auf Kreis versucht er jemanden zu treten. Obwohl, bei seinem Gewicht würde ich das... Wobei, wenn so ein Fettsack hier in die Nieren tritt, oder in den Bauch, dann glaube ich, spuckt man alles aus, was man jemals im Leben gegessen hat. Ja. Halten Sie die Angriffstaste gedrückt, um seine Kraft aufzuladen. Hindernisse sind leichter zu zerstören, wenn der Kraftpegel voll ist. Okay, also ich muss hier nur die Krafttaste gedrückt halten und... BAM! Aber ich mag seine Langsamkeit nicht. Ich mag eher so schnellere Characters. Aber mal schauen. Vielleicht rohe Gewalt hat noch nie geschadet. Ja, ist halt nicht besonders hell. Ich hoffe, die ist in meinem Team. Ich liebe sie jetzt schon. Als ob der Dicke das schafft. Ja, ich würde, also wenn die in meinem Team ist, würde ich so gern mit ihr spielen. Oh mein Gott. Ja, das ist schon mal... Sehr geil. Aber ich will das Ding da, was da läuft. Oh, scheiße. Auch hier habe ich es irgendwie geschafft, irgendwas aus dem Kampf mitzunehmen. Kann er blocken? Nee, der Dicke kann nicht blocken. Hilfe! Aber ich drehe dich jetzt mal. Erinnert ein bisschen an Wrestling. Wenn man einen Stuhl oder einen Menschen in der Hand hat und dann mit anderen Menschen verprügelt. Das ist nicht kaputt machen. Vor das auch gut gemacht, also ziemlich gut. Diese Tür wurde beschädigt und öffnet sich nicht. Wenn sie beschädigt ist, dann sollte sie sich doch ein bisschen leichter öffnen lassen, als wenn sie im Stande... Egal, ich werde keine Logik versuchen aufzubringen. Benkeis Talente Teil 2. Durch Drücken vom Kreis kann Benkei einen Tritt nach vorn ausführen. Bestimmte Objekte lassen sich stoßen. Ja, es geht auch. Geht auch ohne Tritt. Du kannst auch mit dem hier einen Stopp machen. War's das schon? Und wenn ja, was hat das für Nutzen? Okay, Leute, kommt her. Ich warte auf euch. Wehe, würde ich sagen, steht einer von euch noch auf. Diese Langsamkeit kotzt mich ein bisschen an. Auch wenn er hier ziemlich einen Dampfhammer bieten kann und die Leute nur so wegrotzen von ihm, finde ich doch die Zunge besser als zum Kämpfen. Kann er springen? Ja, der kann wenigstens springen. Komm schon. Der hat auch ein Kamui. Oh fuck! Eine ganz andere Taste. Das hat mich jetzt ein bisschen hier aus dem Gleichgewicht geworfen. Bam! Nicht schlecht. Aber wieso? Ist das was? Kann er doch blocken? Oder ist es ein Block? Ja, okay, das ist ein Block, der blockt mit der Hand. Natürlich tut er das. Alle coolen Leute blocken mit der Hand. Der Terminator macht's auch. Nee, also, der Dicke macht mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Spaß.
Das ist auch optional, dass man die Leute auch auswählen kann, mit denen man zocken möchte. Scharlach-Schlüsselstein. Ein scharlachroter Stein, der Macho abwehrzaubert. Macho. Die Heishi haben diese Tür mit einem Macho-Abwehrzauber versehen. Um das Siegel zu brechen, brauchen sie einen Schlüsselstein. Haben sie den Schlüsselstein, verwenden sie ihn vor der Tür, um den Zauber aufzulösen. Damit lässt sich die Tür öffnen. Jawohl, werden wir machen. Aber es dauert natürlich eine Weile, bis der Dicke erstmal dort ist. Die Mushroom-Barriere wurde zerstört. Ihr könnt nun weitergehen. Wie gesagt, lasst uns bitte ein bisschen Zeit. Der Dicke hier ist, er hat sein eigenes Tempo. Ja, wirklich, ich renne, also... Scheiße. Naja, er versucht es jedenfalls. Ich weiß genau, es gab hier noch einen Durchgang. Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Scheiße, ja. Egal, ich checke am liebsten alles doppelt und dreifach. Bevor ich irgendwas vergesse. Vielleicht finde ich ja eine Waffe oder Sprintstiefel für den Dicken. Und dann geht's hier ab. Dann kann mich keiner mehr fassen. Auf dem rechten Lustig kann er hier auch ein paar etwas schönere Moves auslegen. Das ist schon mal sehr gut. Das werde ich wohl öfter gebrauchen als bei Yoshitsune. Hoffentlich ist das ein Endgegner. Damit der Charakterwechsel stattfindet. Oh, warte mal, genau, wollte ich gerade sagen. Das ist doch dieselbe Tür gewesen. Yoshitsune-sama. Wenk. Ich überlege gerade, ob der Dicke nicht im ersten Teil auch dabei war. Isoko. Wakarimashita. Mairimashou. Da sie einen neuen Gefährten haben, können sie im Spiel können sie im Kampf abwechseln. Die Gesichter der Gefährten, die bei ihnen sind, erscheinen als Symbole neben der Lebensanzeige. Okay. Die Gefährten sind je nach Position ihrer Gesichter der oben, unten, links oder rechts Taste zugeordnet. Wechseln sie Kämpfer, indem sie in die Richtung drücken, die zu dem Gefährten gehört, den sie auswechseln möchten. Ja, also hier, die Zunge von her. Ohne damit zu fackeln. Das gefällt mir jetzt schon um einiges mehr. Obwohl das natürlich nicht viel. Also. Der ist einfach besser. Ich kann es nicht mit dicken Leuten lange aushalten. Jedenfalls was das Spielen angeht. An sich mag ich dicke Leute, aber nicht, wenn ich sie steuern muss. So, und somit hätte ich jetzt meine fragwürdige Moral über dicke Leute gerettet. Stellt Leben wieder her, gibt allen Gefährten 500 Punkte Leben zurück. Okay. 500 Punkte, das müsste die volle Punktzahl sein. Hoffe ich jedenfalls. Also der Yoshitsune sollte jetzt eigentlich durch die Tür kommen können, über die das Mädchen gesprungen ist und der Dicke es nicht geschafft hat. Weil Yoshitsune wiegt eine Tonne weniger als der Dicke. So, mal schnell hier später wechseln. L1. Bam. Also ich habe gerade gemerkt, ich muss nicht unbedingt das machen, was sie mir vorgeben. Bevor es kein Kreis angezeigt worden ist, habe ich Kreis gedrückt und der ist halt so hochgesprungen, was seine Technik vollführt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie schlimm das ist, wenn man macht, was man will eigentlich mit seinem Kamui. Ich schätze, es ist einfach nur so, dass die Gegner dann mittlerweile irgendwann später vielleicht angreifen werden. Oh, jetzt verstehe ich. Ich habe in die falsche Richtung geschoben. Und die Kanone? Komm her. Ich muss es eigentlich nach hinten schieben.
damit unser Freund Yuzune und auch der Dicke wahrscheinlich über die Tür kommen können. Weil wir können nicht alle so sein wie das flinke, gut aussehende Mädchen. Ich glaube, beim ersten Mal das funktioniert. Ja. Noch ein bisschen dicker, dann bekommst du was zu essen. So, das sollte genug sein. Yuzune. Yuzunes Talent Teil 1. Springen Sie gegen die Wand. Sobald Sie sie berühren, drücken Sie die Sprungtaste erneut, um sich von der Mauer abzustoßen und höher zu springen. Ja, das wusste ich schon, danke. So. Aber schön, dass ihr es sagt. Ach, verdammt! So, und jetzt mal drüber. Und jetzt frage ich mich, wenn ich jetzt den Dicken rufe. Ja, er gibt natürlich vollkommen keinen Sinn, aber ist mir egal. Was wollt denn ihr jetzt, hä? Gerade habe ich mich gefreut, dass ich hier weitergekommen bin. Da kommt hier zu Drecksplagen wieder hier. Ihr wisst doch genau, dass ihr keine Chance habt. Ihr könnt mir vielleicht ein paar Lebenspunkte abziehen, aber ihr werdet verlieren, Leute. Ihr werdet trotzdem verlieren. Schlag ihn zu drei, Samurai. Habe ich mal in einem ganz, ganz tollen Film aus den 90ern gehört. Okay, da liegt. Was liegt denn da? Ein Toter? Kann ich ihn nicht durchsuchen, sondern. Na egal, wir lassen ihn liegen. Was ist das? Hilfe? So, ehrlich gesagt finde ich das Kampfsystem echt cool. Also typisch Outspool, das Outspool PS2 Zeit halt. Die beste Zeit für einen Zocker, die es je gegeben hat. Die besten Spiele sind damals erschienen. So wenig Shooter wie möglich auf Konsolen. Also jetzt die Xbox, die hatte fast nur Shooter. Ein paar zerquetschte. Okay, ich habe jetzt eine Runde gedreht. Ich nehme mal an, dass dahinter ein verschlossener Gang war. Okay, kann ich meinen Auftakt aufleiten? Nein, kann ich nicht. Dicker? Ich brauche vielleicht deine Hilfe. Benkei! So, kommt nur her, ihr miesen kleinen Ratten. Und die Shizune? Du kleiner Abstauber, mach sie fertig. Stolpert hier die ganze Zeit. Ah, da bist du ja. Ich hasse es immer, wenn Gegner voll aus der Kamera laufen, dann wie kleine Ameisen sich verstreuen. Und man denkt, man hat sie alle erledigt. Da kommt so ein kleiner, mieser Teller von hinten und gibt dir eine Amahagane-Essenz. Eine allein ist nützlich, sammeln sie mehrere, um Leben oder Kamui zu erhöhen. Das werden wir natürlich versuchen zu machen. Weil wir lieben Kamui. So, genau, ich komme von hier. Ich habe hier so eine kleine Runde gedreht. Und jetzt muss ich eigentlich nur geradeaus, wenn diese Tür verschlossen sein sollte. Und das ist sie. Wahrscheinlich diese böse, gut aussehende Hexe, die ich so gerne habe gemacht. Nur um uns zu ärgern. Ich brauche hier einen Dicken. Ich glaube, das kann er aufschließen, ne? Leben auffüllen und speichern. Fehlen, dass ihr dies öffnen könnt. Okay, also doch nicht Leben auffüllen. Der Dicke könnte mir hier nicht süß sein. Jawohl. Und noch einmal bitte. Ich schätze, ich finde hier gleich eine Substanz, die mich weiterbringt.
So. Liebendes Wappen. Stellt Leben des Nutzers in 30 Sekunden allmählich wieder her. Brüllendes Wappen. Verdoppelt den vom Nutzer zugefügten Schaden für 30 Sekunden. Okay, das wird wahrscheinlich für die Bossfights irgendwann später von Nutzen sein. Ich werde sie versuchen, nicht auf die normalen Core-Gegner anzuwenden, sondern nur auf die Bossfights. Die macht ja. Aber hat der Dicke nicht sowas ähnliches hier abgehoben? Ich glaube nicht. Wenn ich jetzt wahrscheinlich zurückgehe, bekomme ich. Ah, da ist noch ein Gegner. Ich sehe ihn auf der Karte. Genau sowas hasse ich. Ich sollte mal öfters auf die Karte schauen. Die Maschenbarriere wurde zerstört. Ihr könnt nun weitergehen. Das werden wir. Wir gehen weiter. Sind hier schon. Schon viel weiter. Schatzgewölbe. Und nächstes Areal. Ja, also ich spiele mal weiter. Ich habe noch keine Ahnung, wo ich diesen Part beenden werde. Wahrscheinlich jetzt, wo mich die Jungs fertig machen, sage ich. Bye bye. Ich lasse mich doch nicht fertig machen von so einer Truppe. Anfänger. Ich benutze meinen Samurai-Kamui. Sehr, sehr cool, dass ich diese Kombinationsmöglichkeiten habe. Und immer sieht es ein bisschen anders aus. Ah, genau, das habe ich vermutet. Genau, man muss schon die richtigen Tasten treffen, sonst werden die Gegner mein Kamui abwehren. Was auch gut so ist. Ich habe mir nicht gedacht, dass hier da zu viele auf mich warten werden. Schnell mal Waffen wechseln, um nicht zu gruppieren. Wo war hier nochmal so ein Kraut? Gegenstände prüfen. Kuamakraut, vergeht in der Herr. Bitte nimm es, bitte. 412 Lebenspunkte. Genau, das sollte hoffentlich mal reichen. Was sind das für Teile? Ah, Lebensenergie, gut. Das heißt, ich muss nicht immer Kräuter nehmen. Diese leuchtenden grünen und blauen Dinger. Die blaue steht wahrscheinlich für Kamui. Und die grünen für Lebensenergie. Die muss ich einfach nur einsammeln. Mann, wie viel ist das hier? Viele. Das ist hier gerade mal Anfang des Spiels. Ich brauche noch ein Kraut, sonst überstehe ich die nächste Attacke nicht mehr, die schon auf mich zukommt. Achso, ja, ich vergesse zu blocken. Ich vergesse einfach zu blocken, das ist das mit mir. Also schon viel besser. Ein bisschen Taktik und Blockerei. Kann man auch die unfairsten Horden von Schweinepriestern besiegen, komm her. Okay, die lernen mittlerweile auch zu blocken. Was mich ein bisschen ankotzt, denn nur ich will so cool sein. Kolinblauer Schützenstein. Ein kolinblauer Stein, der Macho Abwehrzauber zerstört. Ja, ich weiß genau, wo ich ihn einsetzen kann. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen. Ne? Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt und lässt sich nicht öffnen. Ist auch gut so. Zu viele geöffnete Türen machen mich nervös. Die Ladezeiten sind jetzt ziemlich gering, weil ich das Spiel installiert habe. Habe ich gemacht, bevor ich hier angefangen habe zu displayen, weil ich finde es viel angenehmer. Ich bin zwar kein Freund von PC-ähnlichen Zockermethoden, aber. Und ich finde es schade, dass man hier auf Konsolen mittlerweile auch Speicherplatz benötigt, um anständig spielen zu können. Das kann nur besser werden, denke ich. Also da hinten in der Gasse war ich jetzt nicht. Ich weiß, ich kann die Tür öffnen, aber Königshalle. Ich gehe erstmal raus in die Königshalle. Ich hätte da bestimmt irgendwas übersehen. Okay. Ich kann hier noch nicht hin. Nee, Moment, warte mal.
Speichern heilen. Also ich werde speichern und diesen Part hier erstmal beenden. Und dann sehen wir uns weiter im nächsten Part, ne?